herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mir wurde heute hier etwas aufgebaut von meinem Creative Director. Ich weiß noch nicht, was kommt. Ich weiß nur, dass es wohl auch um Produkte geht. Und da ich natürlich auch Firmennamen nennen möchte oder Markennamen, um nicht immer um den heißen Brei rumzureden, poppen wir jetzt hier oben das Wort Werbung rein. Einfach aus dem Grund, um mich rechtlich abzusichern hier auf YouTube. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Es geht nicht darum, hier was zu verkaufen, nur halt um die Rechtssituation. Gut, Isabel, möchtest du erklären, worum es jetzt geht? Also so eine kleine Vorahnung habe ich ja, wenn ich hier so die zwei Löcher an der Seite sehe. Genau, also das Spiel heißt, was ist in der Box? Mhm. Und in dieser Box werde ich jetzt nach und nach ein Objekt, einen Gegenstand hineinlegen. Ja. Und du musst eben ertasten, welches dieses ist. Es werden die meisten auf jeden Fall zum Jakobsweg gehören. Es gibt aber auch welche, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Dann wird es wahrscheinlich eklig. Kann zum Beispiel auch sein, ja. Oh, wow, okay. Also ich würde nicht einfach mit der Hand reingehen, ohne jegliche Vorsicht, weil es könnte dir dass da keine Schlange reinpasst oder so. Gegebenenfalls wehtun. Ja. Wehtun! Genau. Kaktus! Not really. Maybe. It's classified. Nein, das nicht. Aber auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Okay. Ja, und ihr dürft das alles sehen und ich muss jetzt gucken, wie ich hier durchkomme durch das Video. Na, viel Spaß. Okay, dann starten wir. Du musst jetzt wahrscheinlich weggucken, ne? Einfach nur die Augen zu. Okay. So, jetzt darfst du. Ich starte? Mhm. Okay. Also. Größer. Oha, das ist irgendeine Art von Skincare. Ich weiß aber nicht, was für eine. Darf ich das aufmachen, mir auf die Hand tun und mal riechen? Nee, das darfst du nicht. Du darfst das Objekt nicht rausnehmen aus der Box. Darf ich nicht rausnehmen? Aufmachen darfst du aber schon. Okay, das könnte ein Duschgel sein, aber ich mal so, mach kein Schlepp, das riechen. Oh, das war auf meine Hand. Könnte entweder eine Creme sein oder ein Duschgel. Lass mal gucken. Ja, das pappt nicht. Das ist eine Creme. Und was würde auf den Jakobsweg sehr gut passen und ist unwahrscheinlich wichtig, dass ihr das macht, das wäre ein Lichtschutzfaktor. Ich hoffe, das ist hier ein 50er. Wenn ich richtig liege. Liege ich richtig? Maybe. Also ist es dann auf den Jakobsweg auf jeden Fall bezogen? Das ist absolut auf den Jakobsweg bezogen. Ich erinnere mich daran, dass ich natürlich möglichst wenig mitnehmen wollte und habe zwar den Lichtschutzfaktor dabei gehabt, aber dann keine Creme, um die Haut so ein bisschen zu pflegen. Und wenn ihr meine Videos mal anschaut, so von Video zu Video bis zum Ende hin insbesondere, bekomme ich so eine richtige Lederhaut. Und das kann man natürlich verhindern mit einem guten Sonnenblocker und einer guten Gesichtscreme. Nummer zwei. Hä? Was ist das? Papier, Toilettenpapier? Könnte eine Mullbinde sein. Ja, eine Mullbinde, oder? Ja, eine Mullbinde. Ja. Passt auch zum Jakobsweg, habe ich tatsächlich auch dabei gehabt. Im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht nicht unbedingt nötig, weil jeden zweiten Tag kommt man mit Sicherheit an der Apotheke vorbei. Vorher kann man sich mit Hansaplast oder ähnlichem behelfen, falls man Probleme mit Gelenken bekommt. Ansonsten wiegt nicht so viel, das muss jeder für sich abwägen. Aber man bekommt eventuell Probleme mit Knien oder dass man mal umknickt. Insofern ist es schon eine sinnvolle Sache für den Jakobsweg. Hier auf dem Teller, also gibt es was zu essen und da bin ich natürlich völlig dabei. Hundefutter. Also, ist nicht dein Ernst. Ja, passt zum Jakobsweg, wenn du mit Hunden unterwegs bist, dann kann ich dazu nicht sagen. Ich würde, dass uns gleich die Hunde hier auf den Tisch bringen. Genau, es ist ein Objekt, was nicht zum Jakobsweg gehört. Nein, eigentlich gehört es nicht zum Jakobsweg. Also nicht typisch.
Ja, ich schmeiß weg. Die holen sich das nachher schon. Es ist nicht so schlimm, wenn das auf dem Boden liegt. Na, das ist ja motivierend. Okay, the next one. Okay, das müsste eigentlich der Pilgerführer sein von Jost in dem Fall, ja, so vom Format her. Es gibt noch einen von Briley, der auch sehr gut ist, mit dem war ich unterwegs, aber dazu wird es noch ein Video geben. Und im Prinzip kann man hier, pass mal auf, alle Etappen sehen. Bist du sicher, dass das nicht einfach irgendein Buch von mir ist? Nee, weil du kannst das innen ausklappen. Und dann hast du nämlich die Karte. Wenn du sowas 30, 35 Tage mit dir trägst, dann weißt du, wie sich so ein Führer anfühlt. Ja, sehr schön. Mhm. Unbedingt notwendig für den Jakobsweg. Warum? Einfach um zu schauen, welche Etappe man am nächsten Tag sich vornehmen möchte. Und insbesondere, was auch ganz wichtig ist, das fand ich ganz toll an dem Führer von Briley. Ich verlinke euch das mal unten dann auch, damit ihr wisst, wovon ich genau spreche. Dass er, wenn es über Berge ging, nicht einfach die Kilometerzahl Start-Ende aufführt, sondern tatsächlich mit einberechnet, wie viel mehr Meter es braucht über den Berg hinweg. Ganz wichtig. Und natürlich, um auch zu wissen, wenn Berge da mit drin sind, lieber ein bisschen einen kürzeren Weg nehmen, weil es ist natürlich anstrengend, hoch zu wandern und vor allem wieder runter auch. Alles klar. Bisher schlägst du dich ganz gut. Ja. Soll ich wieder sagen, oh, ich bin gut? Nein. Irgendwann hat man es auch raus mit dem Rucksack morgens, wenn es noch dunkel ist, man alles zusammenpackt und irgendwas sucht, in den Rucksack reinzugreifen und durch Ertasten das zu finden, wonach man gesucht hat. Also da bekommt man auch Übung drin. Es gibt so Momente im Leben, wo man sich fragt, ob man seiner Tochter noch trauen soll oder oha. Ich weiß nicht, was kommt. Darf ich schlafen? Ja. Eine Schale. Wasser. Wasser! Mhm. Ja, Wasser ist ganz wichtig auf dem Jakobsweg. Da müsst ihr auch immer schauen, dass ihr genügend dabei habt. Insbesondere wenn so Strecken vor euch liegen wie die Meseta. Da gibt es keine Brunnen, wo ihr euch zwischendrin bedienen könnt. Es gibt auch eine Stelle vor der Meseta, also ich würde so ein, zwei Etappen vor der Meseta nicht mehr unbedingt von Brunnen trinken. Da muss irgendwo einer dabei sein, der nicht ganz in Ordnung ist, obwohl es angegeben ist, dass man Wasser daraus nehmen kann zum Trinken, also dass Trinkwasser drin ist. Und für viele bedeutet das dann natürlich, wenn sie in die Meseta reingehen, dass sie irgendwann die Rache des Montezumas trifft. Ja, Wasser ist ganz wichtig auf dem Weg. Wie gesagt, es gibt die Brunnen zwischendrin, wo man nachfüllen kann. Aber ich würde immer schauen, dass ich für den Eigenbedarf so 1,5 bis 2 Liter mittrage. Das muss irgendwas sein, das Geräusche macht. Ich sag dir nichts. So eine kleine Bemerkung. Achtung. Das ist der Kaktus jetzt. Ein Gefussel dran. Ein Faden. Oh. Hä? Ah! Ja, die Muschel! Das Kennzeichen aller Pilger. Es ist die Jakobsmuschel. Da ohne gar nicht loslaufen, weil damit werdet ihr immer identifiziert als Pilger. Und man geht dann ganz anders auf. Mit dieser großen Muschel läufst du dann tatsächlich rum oder gibt es eine Miniaturversion? Also das ist eigentlich so die Standardgröße, die wir haben. Die hängt man sich dann hinten an den Rucksack dran. Und jetzt für Teddy hatte ich so eine kleine, Moment, kann ich euch jetzt so eine kleinere, die gibt es auch. Aber es ist halt nicht die klassische Jakobsmuschel, wie man sie so kennt. Die klassische Muschel ist halt in diesem hellen Beige mit so einem roten Kreuz dran. Meine Tochter hat geschlabbert und jetzt wird das ganze Setting hier neu, ne? Muss ja schön sein. Sie hört es nicht, aber sie sieht es spätestens dann, wenn sie die Aufnahme sieht. Und los.
Oh, das ist größer. Oh, wow. Kein Schimmer. Eine Kerze. Oh, das ist eine Kerze. Ja. Gut. So ein bisschen Licht kann man natürlich gebrauchen auf dem Jakobsweg, aber so eine schwere Kerze mitzuschleppen, nur gesetzt im Fall, es wäre kein Strom da oder man bräuchte mal Licht, ist viel zu schwer. Was sich eigentlich immer bewährt hat, ist so eine Stirnlampe. Das heißt, wenn ihr morgens früh mal losgehen wollt oder auch nachts irgendwas sucht, dann könnt ihr die einschalten. Es gibt auch welche, die so ein bisschen dimmbar sind. Die ist ziemlich leicht und für Notfälle super. Eine Kerze ist nicht klassisch geeignet für den Jakobsweg. Das ist Wahnsinn. Ich stelle dir irgendein Objekt rein und du kannst damit argumentieren, ob es jetzt positiv oder negativ ist und bietest sogar noch eine Alternative an, obwohl es nichts damit zu tun hat. Dankeschön. Lass jetzt die Augen aufmachen. Pass bei dem ein bisschen besser auf, dass du dir nicht wehtust. Ist nichts Schlimmes. Und du musst es ein bisschen anfassen, damit du überhaupt siehst, was, also fühlst, erkennst, was es ist. Ich habe eigentlich nichts Gefährliches dabei gehabt, außer ein Taschenmesser. Aber nicht ausgeklappt. Nageletui könnte das sein. Aber nicht meins, das kenne ich nicht. Aber das hier, das ist doch ein Kugelschreiber. Darf ich die Sachen rausziehen? Mhm. Das ist kein Kugelschreiber, oder? So fühlt sich kein Kugelschreiber an. Oh, ich glaube, diesmal werde ich nicht erkennen, was es ist. Ist das irgendeine Utensilie von meiner Kamera? Also es ist auf jeden Fall irgendeine Art von Etui, wo was drin ist. Ich dachte eigentlich ein Nagel-Etui, aber das scheint es nicht zu sein. Obwohl, doch, da kommt was. Das ist eine Schere, oder? Ah, Moment. Ah, ich hab's. Ja, das ist ein Maßband dann. Das müsste jetzt ein Maßband sein. Dann ist das so, so ein kleines Nähtäschchen. Genau. Sehr gut. Okay. Ja. Etwas zum Nähen mitnehmen. Es ist mir tatsächlich so passiert an meinem Deuterrucksack, dass schon fast zu Beginn so ein Band zum Festzurren obenrum abgerissen ist. Das gibt natürlich ein bisschen Stabilität, war aber nicht unbedingt notwendig. Es passiert aber häufiger, dass irgendwelche Riemen reißen von Rucksäcken zum Beispiel. Und da wird einem ganz gut in den Herbergen geholfen. Also ich würde jetzt nicht extra Nähzeug einpacken, auch nicht, wenn, was weiß ich, irgendeine Naht reißt oder so. Dann lieber warten, bis ihr in der Herberge seid und euch da helfen lassen. Okay. Oha, übertreib. Das ist glitschig. Das gehört nicht zum Jakobsweg. Herr Schleimi war cool, habe ich früher gerne mitgespielt. Das ist Schleimi. Das ist nicht Jakobsweg. Das kannst du tatsächlich aber benutzen. Es ist nämlich. Bitte schön. Ey! Dadurch wird es dreckig. Das war voll teuer. Damit kannst du Tastaturen sauber machen. Ach, echt? Ja. Es ist witzig zu beobachten, wie du jetzt ganz vorsichtig bist. Das könnte ein Heft sein. Aber da hing noch irgendwas raus. Falsch gefühlt? Das gefühlt. Also, das ist ein Heft. Doch, da. Ist da der Preis? Nee. Das ist so ein kleines Heftchen zum Mitnehmen auf dem Jakobsweg. Passt super zum Jakobsweg, insbesondere wenn ihr so ein kleines, leichtes habt. Natürlich kann man da jetzt nicht großartig Tagebuch drin führen, darum geht es auch nicht. Vieles kann man ja auch direkt schon ins Handy eingeben. Es geht mehr darum, dass man unterwegs ist und vielleicht jemanden trifft und Kontakte austauschen möchte. Und jetzt sagt nicht, ja, das kann man auch ins Handy reingeben. Natürlich kann man das, aber ihr werdet euch wundern, wie viele ihre eigene Handynummer gar nicht kennen oder auswendig wissen. Wisst ihr eure eigene Handynummer auswendig?
Wie auch immer, man kann da schön Notizen machen, um in Kontakt zu bleiben. Man kann sich irgendwas aufschreiben, was einem unterwegs auffällt. Dann, wenn ihr lange unterwegs seid, also alleine unterwegs seid, kommen euch auch Gedanken. Und es ist super schön, die festzuhalten. Bevor man das so irgendwie digital ins Handy eintippt, einfach aufschreiben. Nein. Und wenn man das selber schreibt in so ein Heft, kommen direkt wieder neue Gedanken. Das ist ganz toll, um ja, wichtig, für einen wichtige Dinge festzuhalten. Und ich weiß zum Beispiel von einer Freundin, die wahrscheinlich gerne zeichnet. Und die hat auch immer so ein Heft bei sich. Wenn sie irgendwas Schönes sieht in der Natur um sich, dann macht sie eine kleine Skizze dazu. Mhm. Also, gibst du das nochmal hoch, bitte? Bevor ja, du natürlich, gebe ich gerne hoch. Ich sage euch auch noch, wozu ich das benutzt habe. Das brauchst du nicht. Zieh es mal raus. Oh! Nein, da solltet ihr nichts reinschreiben. Oh Mann, schade. Aber die Größe wäre auch für den Notizblock super. Nein, da schreiben wir jetzt nichts rein. Ist das deiner? Mhm. Haben alle dein Bild gesehen? Ich weiß Guck mal nicht. Hier. Ja, gut, fail. Egal, wo wir beim Notizblock sind. Ich sag euch mal, wofür ich das besitzt habe. Ich habe tatsächlich abends so den Tag immer direkt auf meinen Blog geschrieben. Es gibt da eine Möglichkeit, dann online über WordPress für jeden Tag so eine kleine Homepage zu erstellen. Ist super easy und das hat tatsächlich mit ein paar Bildern auch funktioniert, die hochzuladen unterwegs, obwohl das mit dem Wireless Lernen ja nicht immer so einfach war. Mein Notizheft habe ich dafür benutzt, mir die Hostels und Herbergen aufzuschreiben, die ich alle schon angerufen habe, was die kosten und ja, ob wir übernachten können oder nicht. Ja, dafür habe ich das hauptsächlich eigentlich benutzt. War auch sehr praktisch für den Zweck. Mhm. Was glaubst du denn, wie du dich bisher schlägst? Jetzt mit den Sachen, die ich hier erraten habe. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie viel es waren. Vielleicht 7, 1 zu 7. Mhm. Okay. Bist du bereit für die nächste Runde? Noch eine Runde? Ja, gerne. Na, ja, gut. Bei dem nächsten ist es so, es soll exemplarisch sein. Mhm. Also es gibt das auf dem Jakobsweg. Die Version ist tatsächlich nicht auf dem Jakobsweg, hoffe ich zumindest. Mhm. Und du erkennst das daran eher, dass, also an der Form. Du wirst jetzt nicht großartig anders, etwas anderes erfüllen. Okay. Mhm. Du brauchst dich nicht angucken, ich hätte dir nichts verraten. Da soll man was reinschreiben? Oder draufschreiben? Da soll man was draufschreiben? Wisst ihr, was man da draufschreibt? Könnt ihr mir mal einen Tipp geben? Was will man denn da draufschreiben? Du kannst eine Karte nach Hause schicken. Mit Grüßen vom Jakobsweg. Yeah. Ja, ja, cool. Okay. Deswegen, genau, es ist ein Weihnachtsmotiv. Oh, du Fröhliche. Warte, da können sie nicht stehen bleiben. Okay, der Weihnachtsmann falsch geparkt. Ja, natürlich kann man nach Hause schicken. Es gibt überall Postämter, wo man es aufgeben kann, das ist überhaupt kein Thema. Man kann nicht nur Karten aufgeben, es gibt die Firma Correo, die auch Gepäck nach Hause schickt, von jedem Standort aus. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr euer Gepäck oder das Gepäck, was euch zu viel ist, nach Santiago vorschickt über Correos und das wird dann 75 Tage dort gelagert. Das heißt, ihr könnt in Ruhe an Jakobsweg weitermachen und holt es dann am Ende dort ab. Bleib mal in der Box, genau. Also ich bin nicht mehr in der Box drin. Oh. Ah ja, ich weiß, was das ist. Wollt ihr mal gucken. Die Rolle habe ich sehr gerne wieder nach Hause geschickt. Ich glaube, ich so einen Deckel da. Pass mal auf. Das ist etwas, was ihr in Santiago bekommt, wenn ihr angekommen seid. Das hüte ich wie einen kleinen Schatz. Ich habe es noch nicht mal eingerahmt. Das sind zwei Zettel, ich weiß jetzt nicht, welchen ich gegriffen habe. Einer ist, eins ist die lateinische Version. Für diejenigen, die christlich gepilgert ist, ich würde euch auch raten, ist das richtig rum? Du musst es einmal so rumdrehen. Nee, das war schon richtig. Einmal mal zurück. So rum? Ja, aber jetzt hast du es so. Ach, das ist
einfach nur die Bestätigung, dass ihr so und so viele Kilometer gelaufen seid. Ich meine, es wäre in Englisch, da kommt euer Name drauf. Und dann gibt es noch die andere Version, die auf Lateinisch gehalten ist. Die bekommen aber nur die Pilger, die tatsächlich aus christlichen Gründen gelaufen sind. Ihr werdet in Saint-Jean-Pied-de-Port im Pilgerbüro gefragt, was euer Anlass ist, diesen Weg zu laufen. Das kann sportlich sein, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, unter anderem halt auch aus religiösen Gründen. Ich würde euch immer raten, sowohl in Saint-Jean als auch in Santiago, auf jeden Fall zu sagen, dass ihr aus religiösen Gründen wandert, ist doch völlig egal, ob ja oder nein, aber ihr bekommt halt einfach diese wunderschöne Compostela dann noch zusätzlich. Also das lohnt sich dann schon mal so ein bisschen zu finden. Für Hunde unter anderem, weil es schauen ja auch viele Hundebesitzer dazu, gibt es kein Zertifikat. Ich habe es versucht, ein Hund darf auch nicht mit rein, um die Compostela abzuholen und das wird nicht akzeptiert. Warum auch immer, ist eigentlich auch ein Lebewesen, das den Jakobsweg gepilgert ist oder gewandert ist, wie auch immer du möchtest. Nichtsdestotrotz, es gibt eine spanische Vereinigung, die in Santiago auch ansässig ist, eine Vereinigung, die sich um Hunde kümmert in Spanien, herrenlose Hunde. Und die stellen einem für den Hund auch ein Zertifikat aus. Das war das Erste, was du hochgehalten hattest. Ach, das für den Hund war dabei? Mhm. Ah, okay, dann war das für den Hund. Genau, das bekommt ihr dann. Das ist ungefähr 1,5 Kilometer vom Zentrum entfernt. Müsst ihr schon Vormittag einplanen und vorher auch anrufen. Das Büro da ist nicht immer besetzt, aber die kommen dann rüber. Ich werde das aber in einem anderen Video noch genau beschreiben, wo es ist. Und ich verlinke euch hier auch mal den Namen und die Telefonnummer, an wen ihr euch da wenden müsst. Ich finde es nämlich sehr schön. Ich hatte für den Hund halt so einen Pilgerpass selbst auch mit dabei. Er hat auch immer seinen Stempel bekommen und sein Zertifikat dann letztendlich. Ich finde das eine schöne Erinnerung. Mhm. So, bist du bereit für die letzte Runde? Letzte Runde. Jetzt bin ich mal gespannt. Also es ist noch in einer Plastikverpackung, deswegen hört sich so an. Verpackt. Okay, dann packe ich das dann mal aus. Darf ich starten? Nee, auspacken darfst du nicht. Ich darf nicht auspacken? Du darfst nur erfühlen. Okay. Und los. Essen. Dein erster Gedanke? Ja, immer. Ich glaube, das ist wirklich was zu essen. Erdnüsse. Erdnüsse. Das ist eine Tüte Erdnüsse als Wegzehrung, als Wegverpflegung. Negativ. Negativ. Das ist ein kleiner Hint für das nächste Video. Ein kleiner Hint fürs nächste Video. Dann möchte uns jemand neugierig machen. Wisst ihr, was das für ein Hinweis sein könnte, was als nächstes kommt? Wird nicht aufgelöst. Wird nicht aufgelöst. Okay. Schreibt mal in die Kommentare und vielleicht werden wir es ja dann sagen. Ja, genau. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das nächste Video sein könnte, wenn das der Hinweis ist. Gute Idee. Ja, dann muss ich das hier wohl liegen lassen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Ich fand das außerordentlich spannend. Für euch war es natürlich lustig, euch über mich zu amüsieren. Finde ich in Ordnung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen hoch. Oder abonniert direkt, dann verpasst ihr kein neues Video von uns. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!